Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Josef Enzberger, die Wetterwarte auf der Zugspitze. Die Zugspitze hat zwei Gipfel, die durch einen schmalen Grat miteinander verbunden sind. Die eine Wand dieses Daches bildet einen ungeheuren, steilen, 2000 Meter tiefen Absturz nach dem Eibsee. Die andere Wand ist anfangs nicht so steil, fällt aber allmählich auch senkrecht ab und endigt in der Tiefe auf zwei Gletschern. Um auf dem Grat mehr Platz zu bekommen, hat man die oberste Kante weggesprengt und so eine kleine, längliche Platte geschaffen, auf der seit 1879 das Münchner Haus, eine Unterkunftsstätte für Bergsteiger, steht. Zwischen dieser Hütte und dem Westgipfel erhebt sich der Turmbau, der als Wetterwarte dient. Er hat einen quadratischen Grundriss und ist 9 Meter hoch. Das Erdgeschoss besteht aus meterdickem Bruchsteinmauerwerk und wird als Vorratsraum für Lebensmittel und Brennstoffe genutzt. Die beiden oberen Stockwerke sind ein Holzbau aus Fachwerk mit 10-facher Isolierung. Das untere dient als Wohnzimmer, misst 4 Meter im Lichten und ist gemütlich ausgestattet. Das obere ist der Arbeitsraum. Eine Treppe mit Fallluke führt auf eine Plattform, auf der verschiedene Messinstrumente aufgestellt sind. Wegen der gewaltigen Stürme, die um die Berggipfel brausen, sind alle Stockwerke mit Eisenankern und Drahtseilen gesichert.